Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen hier zu einer weiteren Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier den Ford Country L84TW euch heute hier vorstellen. Ja, hier handelt es sich um die V2.3.0.0. Ja, es wurde hier Interface Control hier verbaut. Ja, und diverse andere Sachen finde ich schon mal sehr interessant. Ja, und Fehler behoben, neue Textur und so weiter. Ich bin jetzt mal gespannt hier auf das gute Stück. Und ich würde mal sagen, lassen wir uns beginnen. Ja, wie wir hier sehen, es ist ein schicker Oldtimer-Traktor. Kostet hier nur 64.500 Euro in Anschaffung. Miete sind wir da. 3.289 inklusive. Ja, wir haben hier eine Leistung von 120 PS, entsprechend hier 88 kW, manuelle Schaltung, 227 Liter Tank und 30 km auf der Straße, 5,9 Tonnen Eigengewicht. Wir haben hier Michelin-Reifen da. Da sehen wir, hier haben wir Verstellfelgen. Das Ganze gibt es dann noch mit Radgewichte. Leider hier ist das nicht mit Farbwahl. Dann gibt es hier Reitreifen. Das ist cool. Und das Tolle finde ich, ist, dass der als bei den Reitreifen, ja, dass das mit der Lenkung hier berücksichtigt worden ist, dass nirgendwo also der Reifen reinruppelt, kann man sagen. Ja, dann gibt es hier noch also den Drelleborg mit Standardbereifung, dann natürlich auch ganze Radgewichte, dann hier Breitreifen, dann Standard wieder. Dann gibt es hier Nokian, wie man sehen, mit der Kommunalbereifung und wieder Michelin, wie man sehen. Dann gibt es hier also vorne eine Frontelektraulik oder wieder Gewichte. Dann Auspuff haben wir jetzt hier. Dies müssen wir schauen. Nein, wir kommen leider nicht näher ran. So sieht man sagen, denke ich mal, am besten, das Original. Dann gibt es das Ganze hier einmal mit Klappe. So ein altes Design. Dann gibt es hier also Rohr gebogen nach oben, wie man sehen. Dann hier das Ganze natürlich hier als Edelstahl. Und dann wieder Original. Kennzeichenwahl, so und so, wie du es gewohnt bist. Oh, und falls ich es vergessen haben sollte, leider hier gibt es diesen Mod nicht hier für die Konsole. Schauen wir mal, vielleicht kommt er ja noch. Da haben wir jetzt ein gutes Stück, wenn wir hier sehen. Hier natürlich gibt es das Ganze her. Also, wie wir sehen, hier auch mit also Verschmutzung und Verschleiß das Ganze. Ja, und da habe ich den jetzt hier mit den Breitreifen. So, her. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hin. Ups, jetzt hänge ich schon wieder ran. Schauen wir mal, dass wir die Tür aufmachen können. So. Guck mal, hier die Tür öffnen, wie wir sehen, von außen. Das Licht habe ich schon mal eingeschalten. Dann, ups, dann gibt es hier den Button natürlich. Also das ist, was man von außen so machen kann. Gehen wir mal rein. Innenansicht natürlich. So, schalten wir mal das mal hier mal um, dass wir hier die ganzen Sachen haben. Können wir jetzt hier zumachen, da können wir aufmachen. Da können wir aufmachen. Da können wir aufmachen. Zumachen. Dann können wir dann oben das Dachlook. Ich weiß nicht, das sehen wir leider von innen nicht hin. Aber jetzt sehen wir, es ist offen. Jetzt gehen wir wieder hin und machen das gleich zu. Wir sehen mal hier, jetzt ist es zu. So. So, dann würde ich mal sagen, starten wir gleich mal die Hütte. Leider ist hier das nicht also über Interface-Kontrolle hier machbar. Pedale, leider ist das noch nicht animiert, wie man sieht, aber das Lenkrad zumindest dreht sich schon mal. Hupe. Na, los. So. Mal Außensicht, schauen wir mal, wie das mit dem Unterlenker hier funktioniert. So ran, dass wir sehen. Ganz runter. Passt. Jetzt checken wir natürlich hier vorne noch den Attacher. Nein, hier vorne, da ist ohne Funktion, schade. Da sehen wir jetzt hier, die Reifen, das passt hier. Da ruppelt da nicht.
Kraterwelle ist animiert. So, dann gucken wir mal hinten an. Schauen wir mal, hier Spiegel sind vorhanden, aber wie wir sehen, hier funktionell sind sie nicht, weil der Winkel das nicht passt. Schade hier. So. Jetzt sehen wir hier, Attacher hier passt. Dynamische Schläuche, wie wir sehen, leider noch ohne Funktion. Einer, glaube ich, der geht hier ran. Ein einziger. Aber wo geht der hin? Sollten die nochmal das nacharbeiten, finde ich. So, jetzt kommt hier unser Kugelkopf natürlich. Bin immer gespannt. Das ist, um ehrlich zu sein, der einzigste Mod von Ford, wo ich das so sehe, der was lockfehlerfrei ist. Hier sehen wir leider, der Attacher ist zu tief gesetzt. Wird noch nachgearbeitet. Dynamische Schläuche, wie wir sehen, hier. Ja, funktionell. Von der Elektraulik. Pressluft hier leider nicht. Hat er nur Elektraulik. So. So. Sehen wir hier. Passt ganz gut. So. Machen wir hier unser Silofahrttest. Dann kommt noch unser Lichttest dran. Hier, Reifen, Staub und Spuren macht er auch. Wir probieren einfach hier mal den Tandem hier von Göttinger mal drüber zu ziehen. Weil 120 PS natürlich mit Allrad, denke ich mal, sollte er nochmal den schaffen. So, drückt mal ein bisschen nach oben. Fahren wir jetzt hier mit 11 km/h, schalten wir mal rauf, mal schauen. Also 27,8er. Die 26 Kubik. So, schauen wir mal, linker. Reflexion sieht gut aus, wie wir sehen. Arbeitsleuchten hinten mit Nummer 6, vorne ist das Ganze mit Nummer 5. Wir sehen, mal sehen, haben wir sogar einen netten Schatten hier. Von also Luftfilter und hier unseren Auspuff natürlich, Bremslicht. M11 geschalten. Einmal, viermal, fünfmal. Also wenn wir hier sehen, wirklich cool, das Bremslicht. Gefällt mir sehr gut. Jetzt schauen wir nochmal innen drin. Linker Kontrolllampen gibt es hier leider nicht, wie wir sehen. Armatur ist hier auch leider nicht beleuchtet. Haben wir hier soweit ist ja auch nichts. Schade irgendwie. Aber wie man sagt, so oft Richtung, man kann ja nicht immer alles haben. Schauen wir uns noch hier die Lok mal an. Das sehen wir hier. Lok ist lokfehlerfrei. Haben wir also keinen Lokfehler drin. Ist jedenfalls super toll, das Ganze. Das Einzige, was eh gesagt, was noch wird, das können die Spiegel gehören eingestellt. Das gehört noch ein bisschen weiter aussehen. Das ist viel zu ran.
Man kann es ja nicht mal ein- und ausklappen. Wie wir hier sehen, haben wir so weit ist ja nichts. Schauen wir nochmal innen drin rein. Vielleicht ist doch noch irgendwo was, wie wir sehen. Nein, es ist hier kein Button dafür da, wo man jetzt da anklickt, dass der rausdreht, wie wir hier sehen. Das ist leider hier nicht da. Es ist nur das da, was ich euch jetzt davor gezeigt habe. Ist ein bisschen jedenfalls schade her, dass das hier nicht möglich ist. Ja, dann ist hier noch der Kugelkopf, der gehört ein bisschen noch nach oben gezogen. Der Thatcher. Und ja, der eine Anschluss, wenn wir gesehen haben, der ist irgendwo wohin, aber keine Ahnung, wohin. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber sonst ist es ein echt hammermäßig geiler Mod, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr reinschaut. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.